Guten Tag, Herr Maas. Wir sind von Hallo. Der Film AG Kürfus Balduin Realschule plus Trier. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich muss mich nochmal entschuldigen, denn ich sollte ja schon mal hier sein. Da hat es leider nicht geklappt, weil wir eine Autopanne hatten und der ganze Tag irgendwie durcheinander geraten ist. Aber deshalb bin ich ja froh, dass wir das heute nachholen können. Wie alt sind Sie? Ich bin 48 Jahre. Wo wohnen Sie und woher kommen Sie? Ich komme aus dem Saarland, also gar nicht so weit weg von hier, und zwar aus Saarlouis. Das ist eine Stadt ganz in der Nähe der französischen Grenze. Aber ich wohne seit den Sommerferien im letzten Jahr in Berlin. Also ich habe vorher schon in Berlin gearbeitet, aber seit in den Sommerferien ist meine Frau und meine beiden Kinder sind dann auch nach Berlin gezogen zu mir. Haben Sie Frau und Kinder? Ja, ich bin verheiratet seit 2000, also jetzt seit 15 Jahren. Ich habe zwei Söhne, zwei Jungs, die 9 und 13 Jahre alt sind. Arbeitet Ihre Frau? Ja, die arbeitet und die ist Lehrerin. Was tun Sie in Ihrer Freizeit? Das ist ganz unterschiedlich. Also in der Freizeit versuche ich so viel wie möglich Zeit mit meiner Familie, also mit meiner Frau und meinen Kindern zu verbringen. Und wir fahren viel Rad. Wir wohnen in Berlin. Wir wohnen eigentlich an der Grenze zwischen Berlin und Potsdam, da an dem Griebnitzsee. Da kann man auch viel machen. Ich gehe mit meinen Söhnen, die spielen beide Fußball in Babelsberg, ihrem Fußballverein, und gehe mit ihnen auf den Fußballplatz. Und wenn ich dann immer noch Zeit habe, dann mache ich auch selber Sport, weil ich gerne Sport mache. Ich laufe gerne, fahre Rad und gehe auch manchmal schwimmen. Wie lange sind Sie schon Bundesjustizminister? Seit dem 17. Dezember 2013, also jetzt so irgendwie so langsam fast anderthalb Jahr. Also noch gar nicht so lang. Wie wird man Bundesjustizminister? Das ist gar nicht so einfach. Also wenn eine Wahl stattgefunden hat, eine Bundestagswahl, dann werden die beiden Parteien, die sich zusammengetan haben, um eine Regierung zu bilden, die suchen dann die Leute, die bestimmte Ministerien leiten sollen, die dann Minister werden. Ich war damals eigentlich Minister im Saarland, Minister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Und als die Regierung in Berlin gebildet worden ist, hat mich der Parteivorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, irgendwann angerufen und hat mich gefragt, ob ich mal Justizminister in Berlin werden wollte. Was macht ein Bundesjustizminister? Oh, der macht eine ganze Menge. Also wir sind im Bundesjustizministerium zuständig für, ja nicht nur für Justiz, also für alles, was mit Gesetzen zusammenhängt, sondern auch für Verbraucherschutz. Wir machen viele Gesetze. Wir haben jetzt im letzten Jahr zum Beispiel die Mietpreisbremse gemacht. Ein Gesetz, damit die Mieten nicht mehr so viel steigen können, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Oder wir haben die Frauenquote eingeführt, damit mehr Frauen auch Chefs in der Wirtschaft werden können. Wir sind aber auch fürs Strafrecht zuständig. Also wir haben ganz viel zu tun. Wir machen viele Gesetze und wenn wir Gesetze machen, müssen wir das immer mit all denen, die das angeht, besprechen, also den Verbänden und den Organisationen, der Wirtschaft, und wir müssen viel mit den Parlamentariern sprechen im Bundestag, die Gesetze dann beschließen sollen, denn wir können sie nicht beschließen, wir können sie nur einbringen und dann werden die im Bundestag diskutiert und dann werden sie beschlossen. Ansonsten haben wir auch viel zu tun auf europäischer Ebene, das heißt, ich treffe mich viel mit den Justizministern aus den anderen Ländern in Europa, bin auch häufig in Brüssel, wo dann die Europäische Union sich so überlegt, was sie macht. Also das ist eine ganze Menge, sowohl in Deutschland, aber man ist auch viel außerhalb Deutschlands unterwegs. Können Sie Angela Merkel als Chefin gut leiden? Ja, wenn ich das jetzt auch verneinen würde, dann bekäme ich, glaube ich, großen Ärger.
Nein, ich habe bisher mit Frau Merkel eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich finde, die ist sehr ruhig, sehr überlegt. Sie ist auch gar nicht so eitel, wie das oft in Berlin der Fall ist. Also sie ist eigentlich eine sehr angenehme Chefin. Waren Sie schon mal Angela Merkel zu Hause? Nee, nach Hause hat sie mich noch nicht mitgenommen. Haben Sie schon einmal Barack Obama getroffen? Nein. Ich war zwar im letzten Jahr in den USA, aber da habe ich mich mit dem amerikanischen Justizminister getroffen und haben dann so besprochen, was irgendwie Deutschland und die USA alles so betrifft. Das war eigentlich sehr interessant. Das ist auch ein sehr angenehmer Mann. Der ist das aber mittlerweile gar nicht mehr, weil jetzt in diesen Tagen eine Frau dort Justizministerin geworden ist. Aber Barack Obama, der ist mir jetzt noch nicht begegnet. Haben Sie Kontakt zu einem Star? Zu einem Star. Was heißt Kontakt zu einem Star? Also in Berlin, ist Angela Merkel schon ein Star? Oder meint ihr mit Stars eher so Fußballer oder Sänger? Was ist denn ein Star? Sag mal ein Star. Jetzt so wie so ein Sänger. Sänger. Also zu Sängern habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Kontakt. Also, wer ist denn einer, den ihr so kennt? Wer sind denn die Sänger, die bei euch so angesagt sind? Rihanna. Ich war mal in Berlin, damals war Klaus Wowereit noch Bürgermeister in Berlin. Und da waren die MTV Music Awards. Und da hat er mich mit hingenommen und da haben wir Rihanna getroffen und irgendwie später noch Beyoncé. Cool. Ja. Das ist cool gewesen. Wie lange arbeiten Sie? Und arbeiten Sie auch am Wochenende? Also so die Woche über ist es ganz unterschiedlich. Wir fangen halt morgens ganz normal an, wie in der Schule. Auch so geht. Wann geht hier die Schule los? Um 8. Ja. 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 Also da geht es bei uns auch so los. Die Woche über ist es ganz unterschiedlich. Manchmal in der Politik sind auch oft abends Veranstaltungen, zu denen man hingeht. Nicht jeden Abend, weil ich auch nicht jeden Abend irgendwie unterwegs sein will. Ich versuche an den Wochenenden mir viel Zeit freizuhalten, damit man auch irgendwie zu Hause was machen kann. Aber man muss halt in der Politik auch schon mal am Wochenende arbeiten gehen, wenn am Wochenende ein Parteitag ist oder wenn man auf Auslandsreise ist. Und ja, kommt schon relativ viel zusammen. Haben Sie einen Nebenjob? Nee, habe ich keinen. Darf man auch nicht. Wenn man Bundesminister ist, dann ist es verboten, noch irgendwelche Nebenjobs zu haben, sondern dann darf man nur für die Bundesregierung tätig sein. Sind Sie auf dem Internet? Ich bin oft im Internet, ja. Aber in erster Linie, weil wir im Internet mittlerweile ganz schnell so an die Nachrichten rankommen, die Nachrichtenagenturen, die irgendwas vermelden, oder die Zeitung erscheint ja nur einmal, wenn man morgens die Zeitung lesen kann, aber den ganzen Tag gibt es ja immer bei Spiegel Online oder so auch neue Nachrichten, die den Tag über kommen und die beobachten wir immer. Manchmal müssen wir was dazu erklären, manchmal werden wir dann auch selber gefragt oder müssen ein Interview geben. Und insofern ist man schon viel im Internet unterwegs. Wir kriegen auch viele Mails, es geht da alles über Internet und das ist schon ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Aber wir machen natürlich keinen Quatsch im Internet. Ihr auch nicht, oder? Surfen Könnt Sie ihr schon gerne? ins Internet gehen? Ja. Ja? Habt ihr ein Handy? Ja. Aha. Und mit dem geht ihr auch ins Internet? Ja. Und WhatsApp? Ja? Okay. Das kenne ich von meinen Kindern zu Hause auch. Surfen Sie gerne im Internet? Ja, also das tun wir ja oft, um irgendwie möglichst viel zu erfahren, immer zu wissen, was irgendwie so in den Nachrichten kommt, möglicherweise auch schon bevor es in den Nachrichten kommt. Aber manchmal gucke ich mir im Internet auch mal die Sportseiten an, ich gucke keinen Fußball oder so, und dann surft man auch mal. Haben Sie ein Tablet oder einen Computer? Ja, habe ich. Ich habe einen Computer im Büro. Und habe einen extra Computer, einen Laptop, den ich zu Hause habe, einen dienstlichen, weil im Justizministerium sind viele Sachen, die ganz geheim sind. Deshalb braucht man eine extra Software,
damit das nicht jeder mitlesen kann. Und deshalb habe ich auch so einen zu Hause, aber ich habe auch einen ganz normalen privaten Laptop noch zu Hause und habe auch ein Tablet und ein Smartphone. Benutzen Sie Google? Ja, ich benutze Google fast täglich. Ja, auch. Ja. Ja. Ist schon gut, dass es Google gibt, ne? Kann man damit auch, ja gut, Hausaufgaben aber nicht. Haben Sie Twitter oder Facebook? Ja, habe ich. Also sowohl Twitter als auch Facebook, das ist in der Politik auch ganz wichtig, weil die meisten Politiker auch irgendwie so einen Twitter-Account oder einen Facebook-Account haben. Das ist auch eine gute Möglichkeit, so Dinge zu erklären, wenn man nicht immer gleich eine Pressekonferenz oder eine Pressemitteilung macht. Und wenn man Politiker ist, dann melden sich da schon viele an, so die einem dann folgen bei Twitter. Ich weiß gar nicht, wie viele sind das bei mir? 42.000 Follower. Aber die kenne ich nicht alle. Und die wollen auch, die folgen mir auch nur, weil ich Minister bin. Wo waren Sie in den Ferien? In den letzten Sommerferien, in den letzten Sommerferien war ich in Berlin, weil das ist, da waren, sind wir umgezogen. Und dann haben wir die Zeit erstmal genutzt, um die Umgebung ein bisschen kennenzulernen. Und ich war ja schon ein bisschen länger da, aber die Kinder meiner Frau sind dazugekommen und wir wohnen da halt ganz in der Nähe vom Wasser, da kann man viel unternehmen und deshalb haben wir die letzten Sommerferien zu Hause verbracht. Wo waren Sie schon überall? Wo ich schon überall war, so allgemein oder als Minister. Allgemein. Allgemein, also ich war, also meinst du im Ausland? Welche Ja. Länder ich schon gesehen habe. Ja. Also ich war, also wir sind oft in Frankreich, aber wir waren in Israel, in den USA, in Belgien, weil wir oft in Brüssel sind, weil dort die Europäische Kommission sitzt. Ich war auch schon öfter in den USA, ich war mal in Venezuela. Wir waren in Polen, letzte Woche war ich in Polen, in Warschau. Und demnächst fahre ich nach China. Also man kommt schon ein bisschen rum so. Haben Sie schon oft Kindern geholfen? Ich bin ja der Auffassung, dass ich meinen Kindern schon oft geholfen habe. Die sind aber anderer Meinung. Und die sagen mir immer zu Hause, nur weil ich Justizminister bin, müsste ich nicht meinen, dass ich ihnen zu Hause immer sagen kann, was sie machen sollen. Aber ja, wir haben auch bei dem, was wir im Ministerium machen, so ein paar Bereiche, wo uns Kinder ganz besonders wichtig sind. Auch im Strafgesetzbuch, also dass keine Straftaten gegen Kinder begangen werden und dass wir den Kindern mehr Rechte einräumen und dass sie besser geschützt werden. Und da haben wir haben wir in der letzten Zeit eigentlich relativ viel gemacht. Waren Sie schon einmal in einem Heim für behinderte Kinder? Ja, schon oft sogar, aber eher so, als ich noch im Saarland in Saarbrücken gearbeitet habe, waren wir oft in auch Behindertenwerkstätten, wo behinderte Jugendliche, Kinder und Erwachsene dann auch betreut worden sind, die aber auch in Werkstätten gearbeitet haben. Und da bin ich also schon sehr oft gewesen in der Vergangenheit. In Berlin noch nicht, aber im Saarland sehr häufig. Was haben Sie für die Welt getan? Was ich für die Welt getan habe. Also das ist, da kann man eigentlich ganz viel erzählen, wo ich zumindest glaube, dass ich ein bisschen was dazu beigetragen habe. Zunächst mal versuchen wir ja in Deutschland irgendwie die Sachen besser zu machen, weil wir nur für Deutschland zuständig sind. Also haben wir irgendwie im Strafgesetzbuch die Gesetze verändert, dass diejenigen, die Straftaten begehen, besser bestraft werden können und dass man die einfacher auch fangen kann. Oder auch heute, wo viel über Terrorismus geht, dass auch die Terroristen in Deutschland keine Anschläge verüben können. Dann für die Welt machen wir viel in Europa, dass wir uns viel mit den anderen europäischen Ländern abstimmen und versuchen, die Gesetze, die wir machen, dann so zu machen, dass sie in den einzelnen Ländern einigermaßen ähnlich sind und dass die Leute sich ganz frei in Europa bewegen können. Im Moment haben wir ein ganz schwieriges Thema bei den vielen Flüchtlingen, die zu uns kommen, dass wir erstmal im Moment
versuchen, dass das, was im Mittelmeer, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt in den Nachrichten, dass viele Menschen, die da aus Afrika nach Europa kommen wollen, mit dem Schiff dann auf so kleinen Booten sind und die Boote untergehen und viele Menschen ertrinken. Das ist eigentlich ganz schlimm und das kann auch nicht so weitergehen. Da wollen wir jetzt was ändern, auch mit den anderen europäischen Ländern zusammen. Ja, und so versuchen wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise unseren Teil dazu beizutragen, dass die Welt jeden Tag ein bisschen besser wird. Es gelingt uns leider nicht immer, aber wir bemühen uns jeden Tag immer wieder neu. Könnten wir, wie heißt es, gleich noch die Autos angucken? Die Autos angucken. Klar, könnt ihr die Autos angucken, könnt ihr euch auch gerne reinsetzen. Ihr könnt auch mal, das habe ich immer so bei Schulen erlebt, dass eigentlich irgendwie das schön war, mal einen Minister gesehen zu haben, aber viel interessanter sind ja die Leibwächter, die man als Minister so bei sich hat. Die stehen auch draußen vor der Tür. Den könnt ihr auch mal sprechen. Die sind auch alle bewaffnet, aber braucht ihr keine Sorgen zu haben. Die sind immer dabei, die passen auf einen auf, weil leider ist das so, irgendwie, wenn man Minister ist, dann ist man oft in den Nachrichten und irgendwie die Leute kennen einen und es gibt halt leider viele Verrückte auf der Welt. Und deshalb gibt es immer welche, die gut auf einen aufpassen. Die stehen alle draußen vor der Tür, die gehen wir gleich uns mal angucken. Und das Auto auch. Dürfen die im Publikum auch noch Fragen Na stellen? klar. Wohnen Sie in einer Villa? Das, weißt du, es ist wirklich so, das fragen Kinder oft, also auch meine Kinder in der Schule. Eigentlich haben wir nicht irgendwie groß erzählt, dass ich Minister bin oder auch meine Kinder haben nicht erzählt, dass ihr Papa Minister ist, aber irgendwann kriegen es die anderen halt doch raus oder so. Die glauben dann alle, man wohnt in einer riesen Villa, man hat einen Swimmingpool, man hat 10 Autos. Stimmt nicht. Also ich wohne nicht in einer Villa, sondern ich wohne in einer Doppelhaushälfte. Wir haben ein Auto, kein Swimmingpool und versuchen so ganz normal zu leben. Jetzt bist du enttäuscht, ja? Finden Sie Angela Merkel schön? Wird das hier alles aufgezeichnet? Ich glaube, dass es in der Politik nicht darum geht, ob man schön ist oder nicht. Und irgendwie, ich glaube auch, dass das bei Frau Merkel gar nicht wichtig ist. Und da kann man ja nichts dafür. Irgendwie, im Übrigen ist das ja auch ganz subjektiv. Es gibt Leute, die finden den einen schön und den anderen nicht so schön und umgekehrt. Und deshalb ist das in der Politik, ob man gut, also so im Fernsehen ist das natürlich schon irgendwie, wo alles übers Fernsehen geht und mit Bildern in den Zeitungen, wie man aussieht, ist schon nicht unwichtig, aber man sollte halt vor allen Dingen ordentlich aussehen, wenn man Minister ist und nicht irgendwie wie ein Halbgehängter da rumlaufen oder mit dem Hemd aus der Hose. Wobei das gibt es ja mittlerweile auch in Europa. Ja, Lehrer ist was anderes. Lehrer werden ja, ihr werdet ja an anderen Kriterien gemessen. Aber insofern ist das, finde ich, egal, ob Frau Merkel gut aussieht oder nicht. Sie sind ja nicht bei Germany's Next Topmodel. Können Sie auch irgendwas das tun, dass die Jäger reduziert werden, damit ganz wenige Tiere getötet werden, damit die Wölfe auch wieder zu uns kommen? Ja, magst du Wölfe? Also im Saarland gibt es ja schon Wölfe. Im Saarland gibt es ein großes Wolfsgehege, das ist sogar, glaube ich, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, da über Merzig. Das mit den Jägern ist nicht so einfach. Also ich bin auch kein Jäger und bin auch, finde manches komisch, was Jäger so machen oder wie sie sich da manchmal präsentieren. Aber eigentlich bei dem, was die Jäger machen, also dass sie Tiere erlegen, tun es ja auch, dass die Entwicklung, wie viele Tiere es gibt, wie viele Rehe, wie viele Füchse, wie viele Wildschweine, dass sich das einigermaßen im Gleichgewicht bewegt, weil wenn es zu viele gibt, dann knabbern die an den Bäumen rum und auch an den kleinen und dann wächst der Wald nicht mehr so richtig. Also ja, Tiere zu töten finde ich auch nicht gut, aber die Jäger tun es auch nicht so aus Jux und Dollerei und schießen ein Tier tot und lassen es liegen. Sondern die verarbeiten das ja auch oder machen Wurst daraus. Und ja, wir essen alle Wurst und Fleisch. Du gar nicht. Gar nichts. Nee?
Oh, gut. Aber irgendwie Jäger wird es schon noch geben. Und es gibt auch keinen, glaube ich, in der Politik, der sich vorgenommen hat, das Ganze abzuschaffen. Und es gibt halt viele Menschen, die auch Fleisch essen wollen. Und das Fleisch, wenn man Fleisch essen will, braucht man Tiere dazu. Was machen Sie gegen Drogen? Gegen Drogen? Also ich bin ja als Justizminister für die Gerichte zuständig und wir versuchen, wenn die Polizei Drogenhändler und Dealer gefangen hat, dafür zu sorgen, dass die auch richtig bestraft werden, dass sie ins Gefängnis kommen und dass sie eben zukünftig nicht mehr auf der Straße stehen und anderen Drogen verkaufen, die dazu führen, dass andere Menschen drogenabhängig werden. Und wir versuchen, diejenigen, die drogenabhängig geworden sind, zu helfen, auch medizinisch, indem sie irgendwie in eine Therapie gehen können und dann nicht mehr abhängig sind und damit auch gar keine Drogenhändler mehr brauchen. Haben Sie ein Haustier? Ja, wir haben eine Katze. Die heißt Pauline. Ich wollte fragen, warum Cannabis illegal ist, aber Alkohol nicht, weil Alkohol ist schlimmer. Ja, es kommt immer drauf auf den Umfang an. Also man kann so viel Alkohol trinken, dass es einen körperlich kaputt macht. Wenn man aber irgendwie ab und zu mal ein Glas Wein trinkt, dann hat das zumindest noch keine so schwerwiegenden Folgen. Und bei Cannabis ist es auch so, dass wenn man irgendwie Marihuana raucht oder so, dass das, wenn man es irgendwie ein-, zweimal macht, irgendwie auch nicht gesundheitsgefährdend ist. Aber leider wissen wir, dass das oft so eine Droge ist, mit denen Leute kommen das erste Mal in Kontakt und dann rauchen sie Marihuana und dann reicht ihnen das nicht mehr und dann wollen sie irgendwann härtere Drogen und dann beginnt so ein Kreislauf, wo sie dann mit Drogen in Verbindung kommen, die richtig gefährlich sind und die noch viel gefährlicher sind als Alkohol. Und deshalb hat man gesagt, wir wollen eigentlich gar keine Drogen legalisieren und deshalb ist auch Marihuana verboten. Wobei, wenn man erwischt wird, lediglich mit einer Menge, die so wenig ist, dass man sagen kann, das ist nur zum Eigengebrauch, dann wird es ja auch nicht bestraft. Was halten Sie von der AfD? Von der AfD? Ja. Gar nichts. Also, ich will ja jetzt nicht hier politisch werden, aber wir haben ja, so wie die über Ausländer reden oder über Flüchtlinge, das gefällt mir nicht. Weil ich finde, man muss allen Menschen mit Respekt entgegentreten. Und ich finde es nicht gut, wenn die Probleme, die wir in Deutschland haben, wenn so gemacht wird, als wenn das jetzt die Flüchtlinge schuld sind. Und sie sind das nämlich gar nicht schuld. Und es gibt auch gar nicht so viele, wie die immer machen. Deshalb finde ich das, was die so tun und was die erzählen, finde ich nicht gut. Die mag ich gar nicht sogar. Auf welche Schule sind Sie gegangen? Ich war ganz normal auf der Grundschule in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, in Elm. Und nach der Grundschule bin ich in Völklingen aufs Gymnasium gegangen und habe dann danach in Saarbrücken an der Universität studiert. Welche Stadt in Deutschland ist Ihre Lieblingsstadt? Das ist zum einen die Stadt, in der ich bis vor kurzem gewohnt habe, Saarlouis, und zum anderen Potsdam. Das ist die Stadt, wo ich jetzt praktisch wohne. Also wir wohnen auf der Grenze, das gehört zwar noch nach Berlin, aber unsere Kinder gehen in Potsdam auf die Schule und wir gehen auch nach Potsdam einkaufen und so. Und das finde ich sehr schön. Potsdam gefällt mir gut. Mein Lieblingsfußballverein ist aber der HSV. Welchen Fußballspieler mögen Sie am meisten? Marco Reus und Sebastian Schweinsteiger. Was halten Sie von Deutschland? Ich finde, dass Deutschland ein großartiges Land ist, das die Deutschland eine ganz schlimme, böse Geschichte hatte, aber dass viele daraus auch gelernt haben, bedauerlicherweise nicht alle, die Neonazis, die es da gibt und immer noch so Hakenkreuze da rumschmieren, das sind wirklich ganz schlimme Leute,
Aber ansonsten in unserem Land, finde ich, geben wir vielen Leuten auch gute Chancen, was aus ihrem Leben zu machen. Viele bewundern uns in der Welt dafür. Es gibt viele andere Länder in Europa, die wären froh, wenn es ihnen so gehen würde wie uns. Und außerdem sind wir Fußball-Weltmeister. Was ist Ihr Lieblingsessen? Currywurst. Das darf ich normalerweise nirgendwo erzählen, aber es ist so. Stimmt es, dass Angela Merkel die mächtigste Frau der Welt ist? Ja, so ein bisschen schon. Also man muss ja gucken, wie viele Frauen gibt es so als Regierungschefin auf der Welt. Und natürlich sind so die Präsidenten von so ganz großen Ländern wie den USA oder auch von Russland, die sind auch mächtig. Aber ich würde sagen, bei den Frauen, die es in der Politik gibt, ist Angela Merkel die mächtigste Frau. Ich wollte fragen, wenn Sie nach China gehen, können Sie überhaupt Chinesisch? Kein Wort, gar nichts. Ich kann auch kein Polnisch und ich kann auch kein Rumänisch. Der rumänische Justizminister war gestern bei mir. Das ist aber immer so, dass wenn Gäste aus anderen Staaten kommen, entweder spricht man Englisch miteinander, wenn beide Englisch können, und wenn nicht, dann ist ein Dolmetscher dabei. Gestern war auch dann noch ein Dolmetscher dabei. Wenn ich was gesagt habe, dann hat er ins Rumänische übersetzt, damit der rumänische Kollege das verstanden hat. Und wenn der rumänische Kollege dann in Rumänisch was erzählt, dann hat er es in Deutsch übersetzt, dass wir es, also ich es verstanden habe. Wir haben also bei sowas immer einen Dolmetscher dabei. Haben Sie noch Fragen an uns? Ja, wie seid ihr denn darauf gekommen, so was zu machen wie hier? Politiker zu fragen, gerade Politiker, also Rihanna wäre doch noch viel interessanter. Also unser Lehrer ist auf die Idee gekommen, dass wir mal ein Interview mit ihnen machen. Und da haben wir natürlich zugestimmt, damit wir sie auch mal sehen könnten. Ja. Also nicht nur im Fernsehen, sondern auch mal so. Okay. Was macht ihr jetzt mit dem Interview? Ja, das wird jetzt ins Fernsehen gestellt, auf YouTube und vielleicht auch in Facebook. Ja? Und schneidet ihr das dann noch so zusammen oder arbeitet ihr da alle mit, wie das dann zusammen gemacht wird und geschnitten wird? Oder wird das jetzt einfach so, wie es aufgenommen worden ist, dahingestellt? Es wird geschnitten. Ja? Das gehört dann auch zum Unterricht dazu, dass man so lernt, wie man einen Film macht. Ja. Ja? Kennt ihr auch YouTuber? Ja. Ja? Ich kenne ja keinen, aber ich habe auch bei meinem Sohn festgestellt, dass es irgendwie, der guckt nicht mehr so viel Fernsehen, weil er so viele YouTuber hat, die er da verfolgt bei YouTube. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert, wie das funktioniert, aber das scheint ja nicht unwichtig zu sein. Gute YouTuber sind anscheinend auch ganz berühmte und werden sogar Stars manchmal, habe ich gehört. Macht ihr selber auch was in YouTube? Habt ihr schon mal was hochgeladen? Nee. Nur jetzt hier in der Schule, wenn er das so ein Interview fertig macht. Von uns ist noch keins im Internet, glaube ich. Nee? Ich weiß nicht. Nee. Ah, okay. Naja. Aber das ist ja heute, machen ja heute ganz viele, die irgendwelche Sachen, die sie aufgenommen haben, mit dem Handy oder mit einer Kamera, dann bei YouTube hochladen. Und hoffen, dass sie möglichst viele Klicks bekommen. Vielen Dank für dieses Interview. Ich war noch gar nicht fertig mit meinen Fragen. Ja. Kommt ihr alle aus Trier? Ja. Kommt mir aus Trier. Ich schon. Ja. Ja, und gefällt es euch in Trier? Ja. Was kann man in Trier noch irgendwie besser machen? Oder was fehlt hier, wenn ich mal irgendwie die Malu Dreyer wieder treffe oder den Bürgermeister? Da hinten ist noch, ja. Ein Freizeitpark. Ein Freizeitpark? Was stellst du denn da vor? Ich habe ja mal, ich glaube, beim Nürburgring gibt es einen, ne? Ja, so wie zum Beispiel, also schon wie Phantasialand, Europapark, so ein Park halt. Europapark Rust. Ja. Ja. Da glaube ich aber, wird es in Trier auch so schnell keinen geben. Oder ist das hier irgendwo geplant? Der den
irgendwie der Nürburgring am Nürburgring gemacht werden sollte, das ist ja auch irgendwie nicht so gut geklappt, hat ja nicht so gut geklappt. Aber na, Phantasialand, wie weit ist das von hier? So 130 Kilometer. Ja. Aha. In Luxemburg gibt es auch irgendwie, gab es mal einen Schlumpfpark oder sowas. Das war auch so ein... Boah, weiß ich nicht. Nee. Ja. Ich finde, in Trier sollte es noch mehr Freibäder geben. Noch mehr Freibäder? Wie viele gibt es denn? Eins, zwei? Ja, zwei. Ja? Zwei. Ja, aber zwei sind doch echt schon irgendwie, es gibt Städte, die haben gar keins. Also da, wo ich jetzt wohne... In Potsdam, da sind so viele Seen. Da ist der Wannsee, da ist der Griebnitzsee, da ist der Heiligensee. Und die haben da gar keine Freibäder. Als wir da hingezogen sind, und wir sind im Sommer da hingezogen, als es warm war, haben meine Kinder dann gesagt, so gehen wir mal ins Freibad. Und da habe ich dann gesagt, ja, wir gucken mal, wo es hier ein Freibad gibt. Aber da gab es gar kein Freibad, weil die haben so viele Seen, die gehen alle in die Seen schwimmen. Da gibt es dann so einen Strand, der dann so abgesperrt ist und dann schwimmen die halt alle im See. So, und das war für uns und für meine Kinder halt schon eine große Umstellung, weil die waren es gewohnt, im Sommer ins Freibad zu gehen mit einem Sprungturm, mit irgendwie so einem Spielbecken. Und jetzt war da halt nur so ein See, das fanden sie eigentlich ziemlich blöd. Aber mal gucken, wie es, vielleicht haben sie sich dieses Jahr schon ein bisschen mehr dran gewöhnt. Also da gibt es gar keine Freibäder, noch nicht mal eins. Ich wollte sagen, ich komme nicht aus Trier, ich komme aus Wiesbaden. Aus was? Ach so? Aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden. Aber wohnst jetzt in Trier? Okay. Ich finde, in Trier fehlt ein Dinosauriermuseum. Ja, da kann ich dich nur einladen ins Saarland, denn da gibt's eins. Ein Schiff, also bei Schiffweiler ist das. Und das habe ich sogar noch mit eröffnet, weil da als Wirtschaftsminister war ich mit für zuständig. Das ist auch ganz interessant, da stehen riesige Dinosaurierfiguren, da sind auch Filme. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also da kann man auch schon den ganzen Tag verbringen. Also müssen die Rheinland-Pfälzer halt mal ins Saarland fahren. Also ich habe noch eine Frage zu Ihnen. Was halten Sie eigentlich mehr von Trier? Von Trier. Also ich finde, dass Trier eigentlich eine schöne Stadt ist. Mit einer Stadt am Wasser, im Übrigen ja eine ganz alte Stadt mit der Ponta Nigra. Ich bin früher oft hier in Trier auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und so. Ich habe auch Freunde, die in Trier studiert haben. So, und das ist ja eigentlich ganz, ganz okay, fand ich so. Gut, ich habe hier nicht gewohnt, aber so. Halt auch öfter, wir sind auch öfter vom Saarland mal nach Trier gefahren. Gibt eine schöne Altstadt. Ist eigentlich ganz nett hier, finde ich. Haben Sie sonst noch eine Frage? Nee, ich traue mich jetzt auch nicht mehr. Okay, dann vielen Dank. Macht euch noch eine Frage, vielleicht, weil er da irgendwie jetzt, das ist ja wie in einer Talkshow, die ihr hier macht. Interessiert euch das so, Talkshow? Nee, ne? Ich war auch, die letzte Talkshow, in der ich war am Sonntag. Da war ich bei Günter Jauch in der Talkshow. Da saßen auch so die Leute vor einem. Da saßen hier noch ein paar, mit denen man dann diskutiert hat. Kann man auch in Berlin, wenn man mal in Berlin ist, kann man sich auch Karten kaufen, als Zuschauer in so eine Talkshow zu gehen. Das ist auch ganz interessant, mal zu sehen, wie das da hinter den Kulissen ist. Weil im Fernsehen sieht man ja immer nur die Leute, die da vorne stehen und die dann halt ihre Sachen erzählen. Aber da sind halt so wie hier bei euch, lauter Kameras, Scheinwerfer, die flitzen alle immer da rum. Das ist ganz interessant. Also es ist so ein bisschen wie bei euch, nur noch ein bisschen größer mit noch mehr Leuten. So, haben Sie jetzt noch eine Frage? Nee, jetzt sage ich nichts mehr. Okay, dann vielen Dank fürs Interview. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.